Es wird wieder getrunken und es wird Arch Enemy geschaut. Nämlich heute haben wir The World is Yours aufgezeichnet am Summer Breeze 2018. Auf das werden wir jetzt mal ein bisschen reagieren. Ich meine, kennst du Arch Enemy? Ich weiß, dass die Band existiert, aber boah. Ich habe sie schon dreimal live gesehen. Gleicht uns vielleicht ein bisschen, das heißt für sie jetzt eine Entjungferung des Live-Auftrittes von Arch Enemy und für mich eine alltägliche Alltagsaktion natürlich. Und da schauen wir jetzt direkt mal rein in das Summer Breeze 2018. Das war die erste Single zum aktuellen Album. Balls. Wo ist das 27? Ein witziger Funfact ist auch immer, Arch Enemy bei jeder Show eins zu eins dasselbe. Bei jedem Lied sagt sie eins zu eins dasselbe davor und im Song auch drin. Das ist einfach einstudiert. Die sagt immer das Gleiche. Und bei dem Song immer, hey, 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 hey. Und Individuell. es ist sehr individuell, jede Show, Genau. ja. Es, ja, Arch Enemy hat ja keine Ahnung, was mir sagen soll. Aber alles gleich, immer. Mir ist gerade noch was aufgefallen, eigentlich bei Reactions, die live sind, bei Tag sind, ist viel witziger, weil da kann man den Leuten im Publikum immer auslachen. Das kann man ja tendenziell in der Nacht eigentlich nicht, weil man da die Menschen im Publikum einfach nicht so genau sieht. Schade. Ja, weil ich bin schon immer so ein Mensch, der, Gerne Leute würde ich jetzt nicht so behaupten, aber ausleuchten. bringt's ziemlich auf den Punkt. Wenn das jetzt ein anderes Festival wäre, hätte sie hier zum Beispiel Wacken eingefügt. Aber es ist ja das Summer Breeze, das weiß sie. Oder zum Beispiel Linz. Oder wo habe ich sie noch gesehen? München.
weiß ich noch, wie ich den Song zum ersten Mal gehört habe. Dieses Teil hat mich einfach so gewaltig vom Hocker gerissen. Und das war gerade der ultimative Beweis, dass es Playback ist. Weil, wenn es in das scheiß Mikrofon reinflüstert, kann das nicht von 20 cm Entfernung genau die gleiche Flüsterleistung haben wie am Anfang. Also das Flüstern, das war Playback. Der Rest war schon live, aber das Flüstern war Playback. Für mich als Experten. You sure about that? I'm pretty sure about it. Ciao. Von der Lautstärke überhaupt nichts geändert, aber die war so viel weiter weg. Ja, wie fandest du Arch Enemy das erste Mal hier eigentlich gehört? Ich glaube, ich habe die in deiner Anwesenheit wirklich nie aufgetreten, weil ich das seit 2 Jahren nicht mehr höre. Ja, also allgemein finde ich Metal Bands live, also wenn ich dort bin, auch immer besser. Aber ja, war schon gut. Und was sagst du zu ihr? Sie ist scharf. Ja, kürzlich war ein Freund bei mir und er meinte so, oh, ich finde jetzt Arch Enemy voll geil, weil, boah, die Sängerin ist so geil. Das ist ein Nachvollziehbar. Ja, die ist auch Veganerin und... Okay, nur besser. Und Klimaschützerin. Ich meine, es ist alles nicht schlecht, aber Sachen, die eben gut sind, wenn man in der Allgemeinheit gut ankommen will. Nur mal, um so kurz reinzuwerfen. Ja... Ich bin am kleinen Hass mittlerweile für Arch Enemy, weil die einfach immer das Gleiche machen. Das ist einfach keine. Es unterscheidet sich einfach nichts mehr zu anderen Shows. Es ist einfach die gleiche Setlist, es ist immer alles gleich. Ja, aber gut ankommen tun sie und das sollen sie, verdienen sie gut und ja. Ja, ich will jetzt gar nicht zu tief ins Detail reingehen. Weil sonst habe ich hier noch richtig ARD-Abos, das wäre richtig scheiße. Deswegen abonniert hier auf jeden Fall den Kanal. Natürlich. Abonniert den Scheißkanal. Bin ich jetzt im Vollmodus? Jetzt auf jeden Fall. So. Abonniert den Scheißkanal. Hier gibt es wöchentlich, mehrmals wöchentlich, scheißgeile Videos. Unter anderem auch mit dir, meistens mit mir und nie ohne mich. Weil ich der Flo bin. Ja. Wow. Wir werden jetzt noch ein paar Reaction-Videos drehen, die kommen jetzt hier auf dem Kanal. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao and stay heavy. Jetzt machen wir so einen coolen Zusammenfahrer-Move. Zoom. Zoom. Perfekt. So wie die Werbung. Zoom, zoom. Kennst du die Werbung noch? So eine Autowerbung. Okay. An dieser Stelle enden wir jetzt einfach das Video und der Abspann läuft drüber.